Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Nepp, starten wir gleich mit den Massentests. Sie werden ja diese Woche in Wien starten und die FPÖ, das ist nicht ganz klar, ist eher dagegen anscheinend. Es gab sogar einen Boykottaufruf der Vizeklubobfrau Belakovic. Wie stehen Sie denn zu diesen Massentests? Sind die sinnvoll? Werden Sie daran teilnehmen? Wir werden einmal sehen, ob die überhaupt stattfinden. Denn das, was man ja jetzt erkennen muss, ist, dass ein totales Chaos herrscht. Die Stadt Wien wollte vorverlegen, dann kam die Hilfe nicht übers Bundesheer, weil sich anscheinend hier die ÖVP querlegt. Jetzt hat man in Wien die Tests wiederum nach hinten verschieben müssen. Also ich bin einmal gespannt und werde ganz genau darauf schauen, ob das überhaupt stattfinden wird oder ob da nicht schon wieder Geld rausgehaut wurde für Sachen, die dann im Endeffekt beim Bürger und beim Wiener einfach nicht ankommen. Aber wogegen ich mich wehre, ist einfach einen gewissen Zwang. Und da gibt es zwei Arten von Zwängen, nämlich einerseits den Zwang, dass man zum Testen hingehen muss und andererseits auch Zwang, dass man sich impfen lassen muss. Und wenn etwas auf Freiwilligkeit basiert, dann sage ich sehr gerne, soll jeder machen, wie er will. Aber dass man jetzt beginnt, die Bevölkerung zu verpflichten und mit Zwang zu drängen, sich zu testen bzw. dann sich auch impfen zu lassen, so geht es nicht. Das wird es mit mir nicht spielen. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Tests. Zur Impfung komme ich dann eh auch. Die sind ja freiwillig, diese Tests, muss man sagen. Werden Sie hingehen? Werden Sie sich testen lassen? Also ich werde mich nicht testen lassen, einzig allein aus dem Grund, weil ich glaube auch, dass die Ressourcen knapp werden und man gar nicht bewerkstelligen kann, dass so viele Menschen auf einmal sich in Wien testen lassen können. Und das sollen eher die freiwillig hingehen wollen, sei es aus diversen Risikoberufen, wo man viel Kontakt hat, dann auch mit gefährdeten Gruppen oder vulnerablen Gruppen, dass, wenn sie wollen, sollen sich die Menschen testen lassen, aber ich lasse mich nicht testen. Aber Sie sind jetzt auch nicht dafür, das Ganze zu boykottieren, so wie es ja Dagmar Belakovic anscheinend will. Also ich sage, jeder soll selber entscheiden, ob er sich testen lassen will oder nicht. Es gibt ja auch viele Menschen, die sich auch regelmäßig testen lassen bei privaten Ärzten, wo sie leider viel Geld zahlen müssen, weil es die Stadt Wien nicht übernimmt, obwohl sie vielleicht als vulnerable Gruppe gelten und sich testen lassen wollen. Manche wollen sich überhaupt nicht testen lassen, also ich setze hier auf Freiwilligkeit. Kommen wir zur Impfung. Sie haben das vorher schon kurz angesprochen. Jetzt sind alle Parteien gegen eine Impfpflicht. Aber von der FPÖ gibt es im Gegensatz zu den anderen Parteien keine Empfehlung für diese Impfung. Warum nicht? Ja, man muss aufpassen, diese Impfpflicht oder dieser Impfzwang, den gibt es ja auf zwei Arten, nämlich einerseits direkt, dass man hingehen muss, oder man zwingt den Menschen indirekt. Und das passiert ja jetzt auch und denken ja auch schon andere Parteien wie die ÖVP, wie die SPÖ, wie die Grünen oder wie die NEOS an, wo man dann sagt, ihr müsst euch nicht impfen lassen, aber wenn ihr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollt, Beispiel, ihr wollt ins Theater gehen, ihr wollt wieder ins Kino gehen, ihr wollt bei Veranstaltungen, bei Konzerten teilnehmen, dann braucht ihr einen Nachweis, dass ihr geimpft seid. Oder wollt ihr auf Urlaub fahren, wollt ihr verreisen, wollt ihr in einen Flieger einsteigen, dann braucht ihr den Nachweis, dass ihr geimpft seid. Und somit kommt ein Impfzwang durch die Hintertür, ein indirekter Impfzwang, und so weit darf es auch nicht gehen. Werden Sie sich impfen lassen? Also bis jetzt gibt es noch kein Impfprodukt, das zugelassen ist, auch für den Markt. Gehen wir davon aus, dass es eines gibt mit Jena. Naja, eins sogar wurde jetzt wieder zurückgezogen von einer Firma, die ja ganz kurz vor dem großen Durchbruch war. Und also ich wäre mir sicher jetzt nicht, obwohl ich jetzt kein Impfgegner bin, also ich lasse mich auch gegen Zecken impfen, also gegen FSME und sonstige Impfungen auch bei meinen Kindern. Ich bin jetzt kein Impfgegner, aber ich haue mir jetzt sicher nicht irgendeinen Cocktail rein, der noch nicht getestet ist, wo man dann nicht weiß, ob es Langzeitfolgen gibt, ob es Spätfolgen gibt, wo man dann vielleicht erst aufgrund eines verkürzten Prüfungsverfahrens von Seiten der EU dann erst in 10, 15 Jahren draufkommt, dass es hier ja große Impfschäden gibt. Und das möchte ich einfach nicht riskieren. Da warte ich ab, wie dann genau dieser Impfstoff ausschaut und ob es auch hier Langzeittests dann schon gibt. Aber jetzt sagen ja alle, dass diese Impfung eigentlich derzeit die einzige Möglichkeit ist, um aus dieser Corona-Pandemie momentan rauszukommen, damit wir Mitte nächsten Jahres zumindest wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Ist es im Hinblick darauf nicht fahrlässig, dass die FPÖ diese Impfung so kritisiert, teilweise auch so dämonisiert, muss man ja fast schon sagen?
Eine Kritik muss immer erlaubt sein und es gehört einfach ein vernünftiger Zugang dazu und auch eine Interessensabwägung bzw. auch eine Risikoeinschätzung. Wo gibt es ein größeres Risiko, sei es an Corona zu erkranken, schwer zu erkranken und zu sterben, oder sich hier eine Impfung reinzuhauen, ein Mittel, das noch nicht ausreichend getestet ist. Und da muss jeder selbst für sich abschätzen, welches Risiko möchte er eingehen. Hier gehört kein Zwang, weder ein direkter noch ein indirekter Impfzwang. Jetzt hat die FPÖ, muss man sagen, derzeit hier eine sehr radikale Linie, teilweise was Corona anbelangt, in den Aussagen vieler Funktionäre. Finden Sie das richtig, dass man sich so auf diese 15, vielleicht 20, aber wahrscheinlich sind sogar weniger Prozent der Bevölkerung konzentriert, die teilweise Corona-Leugner sind, die dieses Virus gar nicht ernst nehmen? Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um Hausverstand und um Vernunft. Und dass man genau auch diesem Virus entgegnet, ohne Panik und ohne Hektik und ohne Angstmache. Und das ist das, was ich ja bekrittle an der Bundesregierung, dass man hier beginnt, Angst zu machen, dass man beginnt, Gesellschaftsgruppen gegeneinander auszuspielen, jung gegen alt, man darf sich nicht mehr treffen. Man beginnt, Bürgerrechte auszuheben, Freiheitsrechte auszuhebeln, wo es jetzt zum ersten Mal eigentlich in der Zweiten Republik ständig dazu kommt, dass Verordnungen erlassen werden, die verfassungswidrig sind. Na, stellen wir uns einmal vor, das hätte unter einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung passiert, das wäre passiert unter freiheitlichen Regierungsbeteiligung, dass Verordnungen erlassen werden, dass Menschen zu Hause eingesperrt werden, ohne dass es einen rechtlichen Grund dafür gibt. Da wäre ein Lichtermeer gekommen, da wären Millionen Menschen sicher dann irgendwie aufmarschiert über den Heldenplatz am Ring beim Rathaus vorbei zum Parlament. Und jetzt ist diese sogenannte Zivilgesellschaft einfach ruhig, weil sie anscheinend sich nicht traut, auch gegen andere Parteien aufzutreten, außer gegen die FPÖ. Und hier gehört einfach Vernunft und Hausverstand und nicht Panikmache und Angstmache. Mhm. Kommen wir nach Wien. Da gibt es jetzt eine neue Stadtregierung. Rot-Pink regiert jetzt Wien. Jetzt sind das erst ein paar Tage, muss man sagen. Aber so Ihre erste Bilanz, auch was das Programm betrifft, wie fällt denn die aus? Geben Sie dieser rot-pinken Regierung eine Chance oder ist sie von vornherein bei Ihnen durchgefallen? Ich habe mir dieses Regierungsprogramm dieser sogenannten Fortschrittskoalition, wie Sie sich selbst nennen, ja auch angeschaut. Und es war ja auch bezeichnend, dass gerade Bürgermeister Ludwig und die Medien haben sie dann auch übernommen, diese Koalition als Bunschkrapferl-Koalition genannt haben. Denn ich habe dann nachgegoogelt in Wikipedia unter Bunschkrapfen und die Beschreibung, und darf ich zitieren, Bunschkrapferl dienen mitunter als Restelverwertung von altback gewordenen Teigprodukten, wobei der Rum einen allfälligen Altgeschmack wirkungsvoll überdecken soll. Und genau das ist es. Es ist eine Restelverwertung, dieses Programm, wenn man sich das durchliest. Es sind alte Ideen von Rot-Grün und das wird jetzt unter Rot-Pink fortgesetzt, diese Restelverwertung. Denn ich habe gehofft eigentlich, dass wenn Grün nicht mehr in dieser Regierung drin ist, dass solche Schnapsideen wie eine autofreie City ad acta gelegt werden. Aber was passiert? Rot-Pink forciert dieses Thema noch und möchte dieses Thema weiter durchsetzen, dass man den Individualverkehr in Wien weiter einschränkt. Oder auch so Schnapsideen wie, dass man eine Seilbahn baut zu einer Elite-Uni vom Herrn Soros oben beim Otto-Wagner-Spital. Ich meine, das sind jetzt nicht die brennendsten Probleme der Wienerinnen und Wiener. Das brennendste Problem neben den wirtschaftlichen Folgen mit Arbeitslosigkeit, mit Menschen in Kurzarbeit, mit Unternehmenspleiten aufgrund von Corona, ist und bleibt das Thema Sicherheit und der politische Islam. Und wenn ich mir dann dieses Koalitionsabkommen durchlese, die 209 Seiten, und darin kommt 285 Mal vor der Begriff Fortschrittskoalition, aber es gibt nur zweimal die Erwähnung Sicherheit und überhaupt kein Kapitel, das darüber handelt, wie man den politischen Islam in Wien besiegt, wie man diese islamistischen Nester ausräuchert, dann frage ich mich schon, welche Prioritätensetzung hat hier Rot-Pink? Und das Erste, was ja auch dann von Ihrer Zeitung aufgenommen wurde, ist, dass es einen Migrantenbonus geben muss bei Jobs, wo ich sage, da darf der echte Wiener und der Staatsbürger nicht zu einem Bürger zweiter Klasse degradiert werden, dass die jetzt in der Arbeitslosigkeit bleiben müssen, aber jeder, der hier zuwandert, bekommt sofort einen Job, weil es einen Migrantenbonus gibt. Oder groß angesprochen,
Besprochen wurde auch das Thema Gebührensenkung, aber nicht, dass hier Rot-Pink daran denkt, Gebühren zu senken, die uns alle betreffen, wie Müll, Strom, Gas, vielleicht im Bereich der Miete etwas zu tun. Nein, man senkt die Gebühr, dass man die Staatsbürgerschaft, wo man bis jetzt 1.500 Euro dafür zahlen musste, um die Staatsbürgerschaft zu erlangen in diesem Verwaltungsprozess, diese Gebühr will man senken, dass man leichter neuer Staatsbürger in Wien werden kann. Und das ist nicht unser Weg. Und das ist ja Rot-Grün 2.0, der hier fortgesetzt wird. Wir wollen, dass die Staatsbürgerschaft am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses, wo man die Sprache gelernt hat, wo man Integrationswilligkeit gezeigt hat, dass das am Ende die Staatsbürgerschaft verliehen werden kann. Ja, aber nicht, dass man sofort einen Rechtsanspruch drauf hat. Und da sage ich, wenn man jetzt sieht, dass viele Menschen, die hierher gekommen sind, Staatsbürger geworden sind und dann straffällig geworden sind und wir wissen nicht mehr, wie wir sie losbekommen oder Integrationsunwilligkeit zeigen, in Wirklichkeit die Sprache nicht können, dann schlage ich jetzt einmal überhaupt ein neues Modell vor, das es noch nie gab, nämlich eine Art Staatsbürgerschaft auf Probe, wo, wenn man die Staatsbürgerschaft dann nach 10 Jahren bekommt, weitere 5 Jahre diese Staatsbürgerschaft auf Probezeit bekommt. Was heißt das? Man braucht ein Zertifikat von seinem ehemaligen Herkunftsland, dass man wieder zurückgenommen wird. Oder man muss eine Doppelstaatsbürgerschaft haben, wo man dann die österreichische aberkennen kann. Eine Bewährung ist das so. Genau, wie eine Bewährungszeit. Weil was wir erkennen, ist, dass viele Menschen hierher kommen, ganz schnell Staatsbürger werden, dann straffällig werden, dann im Gemeindebau sitzen, kein Wort Deutsch sprechen, integrationsunwillig sind und wir werden diese Menschen nicht mehr los. Und genauso gehört dieses auf Probe oder auf Bewährung, dieses Modell der Staatsbürgerschaft, damit man dann auch über längere Zeit, wenn man sieht, die passen nicht hierher und haben sich eigentlich diese Staatsbürgerschaft erschwindelt, dass man diese Menschen wieder los wird. Jetzt sind Sie ordentlich über Rot-Pink hergezogen, aber eigentlich müssen Sie doch happy sein, weil die Frau Hebein und die Grünen endlich weg sind. Das war doch Ihr erklärtes Ziel auch in diesem Wahlkampf. Das Ziel war ja, dass man diesen Inhalt, der die letzten 10 Jahre umgesetzt wurde, dass man diesen stoppt. Und der Herr Ludwig hat es einfach gemacht. Er hat jetzt die Grünen ausgetauscht gegen die Pinken, aber der Inhalt ist gleich geblieben. Rot-Neos ist Rot-Grün 2.0. Wenn man sich dieses Regierungsabkommen anschaut, dann besteht das aus leeren Phrasen und es gibt nicht eben die Antworten darauf, wie schafft man mehr Sicherheit in Wien, wie bekämpft man den politischen Islam und wie werden wir diese soziale Armutskrise, die auf uns zukommt aufgrund von diesen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, die falsch gesetzt wurden, wo es Betriebspleiten gibt, wo es Massenarbeitslosigkeit gibt, wo viele Menschen jetzt noch in der Kurzarbeit sind, aber die nicht mehr zurückkommen in den Arbeitsprozess, wie man hier diese soziale Krise bewältigt. Ich will noch gern zu einem dritten Thema kommen, und zwar zur FPÖ. Da ist gestern der Generalsekretär der FPÖ, Schnedlitz, aufgetreten und hat eigentlich, muss man sagen, sich gegen die bisherige Parteilinie gestellt. Er hat nämlich gesagt, er sieht keine Veranlassung mehr, sich von den Identitären zu distanzieren. Ist das jetzt neue FPÖ-Linie? Er hat gemeint, dass man einfach einen Teil der Gesellschaft einfach nicht verteufeln soll. Und selbstverständlich gilt weiter der Beschluss auch der FPÖ, dass es entweder man Mitglied sein kann bei den Identitären oder bei der FPÖ. Aber das, was nicht geht, ist, dass man Menschen einfach, die unbescholten sind, die einen einwandfreien Leumund haben, dass man die einfach in den Eck stellt und sagt, die dürfen nicht teilnehmen an der Gesellschaft. Und da gibt es aber viel schlimmere Probleme. Ich weiß nicht, warum sich die Medien immer so auf die eine Seite hauen. Wir haben enorm viel Linksextremismus in Wien, die auch gefördert werden durch die Stadt Wien. Oder auch was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir ein großes Problem haben mit den Muslimbrüdern, die total vernetzt sind, wo es auch Vernetzungen hingibt zu Abgeordneten der SPÖ, die dann auch in Telefonüberwachungsprotokollen auch vorkommen, wo jetzt die Muslimbrüder überwacht wurden. Also ich glaube, das ist das viel größere Problem als irgendeine Gruppe um die Identitären. Aber das heißt, Sie halten es jetzt auch nicht mehr für notwendig, dass die FPÖ sich von den Identitären distanziert? Man hat sich nie distanziert. Wir haben immer nur gesagt, es gibt genauso wie es auch eine SPÖ gibt, Grüne, Identitäre, die FPÖ. Man kann nur in einem Verein oder in einer Partei dort Mitglied sein. Und das bleibt aufrecht. Wie geht es denn generell jetzt in der Partei eigentlich weiter? Es gibt ja noch immer diese Doppelspitze. Von Herrn Hofer hört und sieht man in letzter Zeit, sage ich mal, begrenzt oder eher wenig. Gestern ist er zwar in der Pressestunde aufgetreten, aber man hat schon das Gefühl, dass der Herr Kickl mittlerweile diese Partei übernommen hat. Ja, also der Herr Hofer war auch gestern in der Pressestunde ja auch wieder brillant und man hat gesehen, er ist als Parteiobmann dabei, auch die Partei neu aufzustellen, auch zeigt Führungsqualitäten.
Und während er sich um das eine kümmert, kümmert sich der Herbert Kickl im Parlament um die Clubführung und um die auch inhaltliche Ausrichtung des Clubs und ist auch dort scharfe Opposition. Und man sieht, dass gerade jetzt eben, wo es wichtig ist, ein starkes Parlament zu haben, einen lebendigen Parlamentarismus, dass es auch einen starken freiheitlichen Club gibt, der eben nicht alles abnickt, so wie die anderen, wo es dann ja vielleicht verfassungswidrige Gesetze gibt, wo Ermächtigungsgesetze erlassen werden, woraufhin dann Verordnungen erlassen werden, die nicht verfassungskonform sind. Also man sieht, man muss aufpassen und deswegen ist es so wichtig, dass es eine starke FPÖ gibt in Österreich, dass die Kompetenz des Parlaments, die ja noch immer Gesetzgeber sind, jetzt nicht aufgrund von schwarz-grünen Allmachtsfantasien, dass diese Kompetenz abgegeben wird auf die Regierung, dass die dann schalten und walten können, wie sie wollen und das Parlament aushebeln. Also so weit kommt es noch, aber nicht mit einer starken FPÖ. Aber ist diese Doppelspitze nicht hinderlich, um hier einen klaren Kurs im Endeffekt wieder einzuschlagen? Es gibt eine Spitze und das ist von der Bundespartei, der Norbert Hofer, der auch in enger Absprache mit dem Herbert Kickl auch im Parlament kantige Oppositionspolitik betreibt und das sehe ich nicht hinderlich. Das heißt, Ihre Loyalität besteht gegenüber Norbert Hofer? Es gibt keine Loyalität gegenüber Personen, sondern immer nur auch die Identifikation mit einer Partei und mit einer Idee dahinter. Und diese Spitze mit Norbert Hofer und Herbert Kickl funktioniert einwandfrei, daran gibt es nichts zu rütteln. Abschließende Frage noch, würden Sie eigentlich zur Verfügung stehen als FPÖ-Bundesparteichef, wenn man Sie fragen würde? Ich bin jetzt einmal in Wien und wir werden jetzt in Wien wieder das Feld von hinten aufrollen und Tag für Tag kantige Oppositionspolitik betreiben. Denn man sieht, die Grünen als Oppositionspartei, die zerfleischen sich selbst. Die haben jetzt gerade ihre Frau Hebein abgeschossen und sind intern nur zerstritten. Die ÖVP ist schon bei der ersten Nagelprobe umgefallen, ob sie wirklich kantige Oppositionspolitik betreiben wollen. Nämlich wir wollten einen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen, um eben diese Vernetzung der Stadt Wien, Funktionäre der SPÖ und der Muslimbruderschaft aufzudecken, weil das wichtig ist, weil viele, viele, viele Millionen über Vereinsnetzwerke von der Stadt Wien zu den Muslimbrüdern wandern und es auch von einem Roten Gemeinderat Interventionen gab für die Muslimbrüder bei der Stadt Wien. Das wollten wir aufdecken im Rahmen einer Untersuchungskommission und die ÖVP hat auch Nein gesagt. Die wollen anscheinend hier nicht aufdecken und nicht ins Dunkel bringen. Darum bleiben wir die einzige Oppositionspartei, die auch kantige Oppositionspolitik betreibt und da sehe ich meine Aufgabe in den nächsten 5 Jahren. Herr Nepp, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück mit unserem Duell am Montag. Robert Miesig gegen Andreas Mölzer. Dort diskutieren wir gleich auch über das Thema Corona, über den Lockdown, über die geplanten Öffnungsschritte, aber auch über die Massentests, wie sinnvoll sind die und was ist jetzt mit der Impfung und soll es eine Impfpflicht geben? All das gleich nach einer ganz kurzen Pause.